Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, Erik Oliver Mechler. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr so einen Logo-Effekt mit CSS und HTML erzeugen könnt. Fangen wir doch gleich mal an. Also wie ihr sehen könnt, ich habe hier auf der einen Seite einen Browser offen und auf der anderen Seite habe ich den Visual Studio Code Editor offen, wo man direkt sehen kann, was ich hier programmiere. Und wie ihr sehen könnt, hier auf HTML habe ich nichts weiteres als einfach mal einen Titel eingegeben und dann einen leeren Body. Und dann können wir eigentlich hier direkt mal anfangen. Als erstes setze ich eigentlich eine CSS-Klasse und die nenne ich jetzt einfach mal Kreis. Und in diesem Feld können wir dann das Ganze machen. Danach setze ich eine weitere Klasse, die nenne ich Logo und die bleibt einfach leer. Und unten kann ich dann den sogenannten Text, ja, und da werde ich die Klasse auch Text nennen, kann ich dann direkt einfügen. Und zwar mache ich jetzt hier einfach mal meinen Namen rein und dann sage ich noch, ich bin Blogger und YouTuber. Ich bin halt jemand. Ja, und jetzt seht ihr eigentlich, hier ist es direkt in der Mitte drin, aber sonst passiert noch gar nichts. Ja, und dann können wir als nächstes das CSS machen. Wie ihr sehen könnt, ich habe jetzt einfach mal hier den Rand hier oben und unten, Margin 0, Padding 0 gesetzt. Dann habe ich das Ganze in eine Borderbox gesetzt und danach habe ich das Ganze hier zentriert mit Display Flex. Haben wir ja auch schon angeschaut und jetzt gebe ich ihm hier anstatt einen weißen Hintergrund, gebe ich ihm hier eine, die ich mir ausgesucht habe, so ein helles Blau. Ja, und dann setze ich als nächstes das Logo rein. Ihr wisst ja, ich habe eine Klasse Logo genommen und hier können wir das Ganze dann einbauen. Also ich mache jetzt einfach mal hier Position absolut, damit wir wirklich die Größe einstellen können. Und ich habe ja bereits ein Bild hier vorbereitet. Das seht ihr hier logo.jpg. Es ist ein quadratisches Bild, das ich vorbereitet habe. Und dann können wir das Ganze hier auch einbauen. Ich mache jetzt hier einfach mal eine Größe, eine Breite und eine Höhe von 150 Pixel und dann können wir eigentlich das Bild direkt einbauen, also mit Background und dann nehme ich die URL und da kann ich dann das Ganze einfach Logo JPEG nehmen und jetzt ist es drin, wie man hier schön sehen kann. Jetzt muss ich natürlich schauen, dass das Ganze sauber positioniert ist, also Background Color Size muss ich hier nehmen, da muss ich hier Cover auswählen und jetzt seht ihr, mein Bild ist drin. Dann möchte ich es ja natürlich rund haben, also muss ich mit Border Radius 50% arbeiten und damit es noch ein bisschen spannender aussieht, setze ich jetzt noch einen Filter darüber und zwar ich mache es Brightness von 1,5. Das sieht dann so aus und dann mache ich noch den Kontrast ebenfalls von 1,5. Dann sieht es ein bisschen spannender aus. Und als nächstes muss ich eigentlich nur noch schauen, dass der ganze Text wirklich gekrümmt ist und auch um dieses Bild herum ist. Ja, und wie wir ja wissen hier, ich habe als erstes den Kreis als Klasse genommen. Also kann ich jetzt mit der Kreisklasse auch noch etwas arbeiten. Und zwar habe ich hier jetzt Position relativ, mache ich hier. Und dann mache ich hier das Ganze mit Width. Und hier setze ich jetzt 200 Pixel rein. Ich werde euch gleich sagen, warum. Und ich werde es euch gleich zeigen. Also Height natürlich ebenfalls 200 Pixel. Und jetzt mache ich einfach mal, damit ihr seht, was für eine Fläche das ist, setze ich jetzt einfach mal hier einen gräulichen Hintergrund ein, dann seht ihr, ja, jetzt ist diese ganze Fläche hier, das ist jetzt dieser Kreiseffekt und hier mache ich dann noch das Ganze rund. Border Radius 50%, dann setze ich natürlich den Display Flex, wie ihr sehen könnt, das Bild, das Logo,
Das Icon ist nicht in der Mitte von diesem Quadrat und das muss ich jetzt natürlich auch noch machen. Also hier muss ich wieder mit Display Flex arbeiten und dann kann ich wieder Justify Content Center setzen und Align Items Center. Und jetzt seht ihr, ist die ganze Fläche sehr schön. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch den Text hier innerhalb diesem grauen Bereich krümmen. Und das ist das nächste, was wir machen. Also als nächstes nehme ich hier die Textklasse. Muss wieder mit Position absolut arbeiten, damit ich hier auch wieder die Größe definieren kann. Ich mache jetzt einfach mal 100% und dann mache ich 100%. Und dann kümmern wir uns jetzt um den Text. Text haben wir ja in einem Span positioniert und das ist Position absolut. Dann kann ich jetzt mit Left 50% arbeiten. Transform Origin. Font Size 15 Pixel. Ja, und wie ihr jetzt sehen könnt, hier haben wir den Text schön positioniert, das Bild schön und auch hier die Fläche, die Rotationsfläche haben wir auch noch schön markiert. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch diese Buchstaben verteilen. Und das machen wir hier jetzt mit JavaScript natürlich. Und zwar setze ich einfach wieder eine Konstante Text und dann kann ich hier den Dokument Query Selector nehmen und dann können wir eigentlich mit dem Text P arbeiten und jetzt können wir das Ganze verteilen. Und zwar nehme ich jetzt hier Text inner HTML ist Text inner Text. Tönt jetzt furchtbar kompliziert, folgt mir einfach, denn wir können jetzt das Ganze noch verschönern und zwar setze ich jetzt hier einfach ein Split ein, das heißt so, dann Map mit normaler Klammer und jetzt können wir hier eigentlich das Ganze teilen mit char i ist die Funktion und jetzt kommt wieder, das haben wir ja schon ein paar Mal angeschaut, dieses Gänsefüßchen, dieses leicht geschwungene, nicht das gerade und nicht das doppelte, das müssen wir jetzt nämlich verwenden und da müsst ihr einfach beim Abspeichern immer aufpassen, dass ihr das am besten schön sauber trennt und jetzt können wir eigentlich mit Span steil arbeiten und dann setze ich hier Transform Rotate und kann hier wieder dann mit der Funktion arbeiten. Die haben wir in den letzten zwei, drei Generatoren schon angeschaut. Also i mal und jetzt müsst ihr hier je nach Wortlänge oder Wörterlänge müsst ihr ein bisschen mit den Zahlen experimentieren, mit der Gradform, denn ihr müsst oder wollt ja die Buchstaben schön gleichmäßig verteilen. Also ich setze es jetzt all etwa 8,3 Grad, verteile ich das Ganze und dann kann ich hier wieder die Klammer schließen und kann hier nochmal mit den Charakter arbeiten. So. Und wenn wir das alles gemacht haben, können wir hier Join und das Ganze zusammenbauen. Und wenn wir alles korrekt gemacht haben, dann sieht das so aus und hier seht ihr, jetzt sind die Buchstaben schön verteilt. Wenn ihr zu viel macht, ich mache es jetzt mal übertrieben, 20, dann seht ihr hier die Buchstaben, die gehen übereinander. Wenn ich zu wenig mache, ja, dann klebt alles zusammen. Also müsst ihr hier ein bisschen mit den Zahlen arbeiten. Ich habe gemerkt, dass 8 eigentlich schon gut aussieht, einfach dann hat es hier einen großen Abstand und wenn ich dann hier so mit 2, 3 arbeite, dann sieht das schon viel besser aus, wie man hier sehen kann. Und als nächstes können wir das Ganze drehen.
Ja, und wie machen wir das? Ganz einfach, gehe ich natürlich ins CSS rein und suche mir hier, wo ist denn der ganze Text definiert? Das wäre hier. Es ist nicht hier beim Span, wo die Positionierung ist, sondern der ganze Text wird hier gemacht. Das ist ja dieser graue Bereich und hier kann ich dann die Animation drehen. Ich nenne es jetzt einfach mal drehen, ihr könnt das machen oder benennen, wie ihr es wollt. Ich nenne es jetzt 10 Sekunden lang. Es ist linear und es soll unendlich laufen. Und jetzt kann ich hier unten dann direkt mit den Keyframes arbeiten, also Keyframes drehen. Und jetzt könnte ich von 0% auf 100% oder von from zu to. Das Einfachste. Und hier kann ich dann direkt sagen, ja, von Transform Rotate 0 Degree zu was genau? Transform Rotate und dann habt ihr hier 395 Grad. Und wenn ihr das korrekt gemacht habt, dann könnt ihr es abspeichern und jetzt läuft es. Und als nächstes können wir natürlich hier diese graue Fläche noch deaktivieren, die wir hier definiert haben. Ich kommentiere sie jetzt einfach mal aus. Und jetzt ist dieser ganze Effekt da, wie ihr sehen könnt. Es dreht sich sehr schön, es dreht sich regelmäßig. Das Logo ist in der Mitte, das Ganze ist in der Mitte vom Browser positioniert und jetzt könnt ihr es für eure Projekte auch anwenden. Ihr habt gesehen, dieser Effekt ist wirklich nicht ganz kompliziert aufzubauen. Man muss ein bisschen beim JavaScript aufpassen, eben mit diesem Gänsefüßchen. Wie immer, der Code ist natürlich auch in meinem Blogbeitrag, der unten verlinkt ist, abrufbar, kopierbar und dann könnt ihr damit auch ein bisschen selber rumexperimentieren. Wenn du noch eine Frage dazu hast, dann stell sie mir unten in die Kommentare. Wie immer, ich freue mich, wenn ihr meinem Video einen Daumen hoch gebt. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss, ciao.